Guten Tag, ich mache heute ein Tutorial zu dem Fenstermanager Fluxbox. Als erstes eine kleine Einleitung. Ich weiß nicht, wer Fluxbox kennt. Fluxbox ist wie gesagt ein Fenstermanager für Linux. Steht neben KDE, GNOME, XFCE und LXDE bereit. Er ist sehr minimalistisch und klein gehalten, halt nicht so riesig wie zum Beispiel KDE und GNOME. GNOME hat zwar schon viele Vorzüge, aber ist halt doch beim Hochfahren, das habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mein Rechner hochgefahren habe, habe mich eingeloggt, habe ich meistens noch 10 Sekunden gewartet, bis mein GNOME komplett geladen war. Ja, und deshalb bin ich komplett auf Fluxbox umgestiegen. Es ist einfach zu installieren. Und das extra Geniale ist, dass es super einfach zu handeln, also zu konfigurieren ist. Wie sieht Fluxbox aus? Wie wir schon sehen, haben wir hier oben keine Leiste und hier unten nur eine ganz kleine. Diese kleine graue Leiste kann man natürlich in Farbe und Größen und alles Mögliche anpassen. Auf dieser Leiste haben wir vorne als erstes die Betitelung unserer Arbeitsoberfläche, in dem Fall One. Ja, ich weiß, es ist falsch geschrieben, habe ich aber extra so gemacht. Wenn ich jetzt mit dem Mausrad scrolle, sieht man, wie sich unten die Bezeichnung ändert. Also, ich habe insgesamt vier Arbeitsoberflächen und die kann ich halt mit Scrollen überall auf dem Desktop verändern. Daneben haben wir die Uhr, kann man natürlich auch komplett anpassen. Ich habe jetzt in dem Fall nur Stunde, Minute und Sekunde angegeben. Man kann dann noch Tag, Monat, Jahr, den Tag komplett ausgeschrieben als Vollwort sozusagen einstellen und sowas habe ich aber auch nicht gemacht. Dann haben wir hier die Tasks, die offen sind. In dem Fall ist es jetzt bloß eine Konsole von mir, über die ich gerade eben das Record My Desktop laufen lasse. Und hier links, nee, rechts, würde man da noch Icons sehen, zum Beispiel, wenn man jetzt VLC offen hat, ich kann den mal kurz öffnen, dann kommt hier unten das Symbol dazu.